Hallo, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen hier zu Transport Fever, Folge Nummer 35. Und wir haben einen so übelst langen Güterzug gebaut, der jetzt hier ins Tal rast. Und wir spielen auf normaler Geschwindigkeit. So, der ist jetzt hier hinten drin. Der hat schon die Bora. Bora Bora. Preuß ist das. Preuß. Und wir brauchen jetzt hier Bretter. Nicht genügend Geld. Ja, das reicht auch. Das reicht. Zack. Und das ist hier. Wir haben nur einen Bretterzug. Wir warten auch noch genug. Aber das mal hier so nehmen. Müsste eigentlich hier mal mehr auf den Bahnhof kommen. Aber das Problem hatten wir damals schon. Aber jetzt müsste es ja eigentlich geklärt sein. Gut. Das läuft so einigermaßen. Der läuft auch gut hier. Warte mal. Halten wir mal kurz das Bild an. Das ist eigentlich gerade ein übelst geiles Bild hier. Zack und weiterlaufen lassen. Er wartet nämlich schon wieder. 23 Stück, das kann der nämlich jetzt mitnehmen. Wie viel hat der mitgenommen? Er ist nämlich voll. Der ist voll. Und die produzieren ja im. Ja, die produzieren viel. Das ist super. Kann ja gleich richtig viel mitnehmen. Okay. Gut, gut. Getreide, ja. Kunststoff. Gut. Die haben jetzt Kunststoff, produzieren auch schon Güter, weil sie auch Bretter bekommen. Da wird ich hier Schwanenmühle mit Gütern versorgen. Also, was heißt mit Gütern? Mit hier Dings nach Waren. Gucken wir mal. Hier ist die Industrie. Aber wir müssen hier Waren blau ins Blaue.
Okay, also hier so mitten rein. Mitten rein. Zack. Machen wir groß, weil hier kommt das später wahrscheinlich noch mehr hin. Ich stelle das jetzt mal. So hier rein. Teure Angelegenheit. Aber kann man ja mal machen. Neue Linie. Nach da. Und die schimpft sich. LKW. Nee, LKW. Güter. Waren. Eins. Ja, da tun wir hier oben jetzt eins hinsetzen. Das ist ja nicht das Problem. Wo ist Platz dafür? Hier ist Platz dafür. Wir können es aber gerade nicht bauen, weil wir nicht genug Geld haben. Kohle 0 von 8. Komisch, jetzt geht's. Straßenfahrzeuge. Waren. Wo ist es denn? Neben der Tür, diese hier. Geht das nicht? Waren, sure. Kann ich nicht lesen? Schlacke, Eisenerz, Kohle, Stein, Getreide, Lebensmittel, Werkzeuge, Waren hier. Waren. Waren? Ne, Waren. Produzieren die noch was außer Waren? Ach. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn alle zuweisen. Waren. Ich musste mal ganz kurz hier die nee, Straßen. Nur sichtbare. Okay. Na, ich lasse das mal so. Die 1 sagt nicht die Anzahl aus, sondern, naja, die an nicht die Anzahl der Strecken, sondern die Anzahl der Fabriken. Klar, Moment, bin kurz mal außer Bild. Nee, funktioniert doch erst noch. Hat kurz mein Mikrofon einen kleinen Aussetzer gehabt. Ich bin aber unten ans Kabel gekommen. Der USB-Port ist etwas empfindlich. Gucken wir doch mal hier. So, nur eine Linie.
Können wir mal hier Fahrzeugersatz erstellen. Automatisch. Jo. Wir können noch mal ein paar mehr draufsetzen. Echt zu viele. Warum sind nur noch zwei LKWs gekennzeichnet? Ach nein, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Unterschiedliche Güter. Sind die unterschiedlichen Güter. Also, ich will es jetzt wissen. Weil die machen ja auch hier Minus mit der Zeit. Wenn ich jetzt hier zum Schiff gehe und hier ein Depot jetzt hinstelle. Zack. Und wenn ich jetzt sage, zum Depot, hab ich gefunden. Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Warum findet sie... Moment. Eventuell ist die Brücke zu niedrig. Nee, kann er nicht. Geht ja gar nicht. Wie soll denn die Brücke zu niedrig sein? Ist doch alles im grünen Bereich hier. Alles im grünen Bereich. Ich versteh's nicht. Das Problem, was ich jetzt hatte, das... konnte man ja noch lösen. Aber wahrscheinlich steht das hier nicht im schiffbaren Bereich. Moment. Das Problem haben wir gleich gelöst. Zack. Nee. Daran lag's nicht. Naja. Daran lag's nicht. Wo ist das andere Schiff hier? Hier, wenn ich das jetzt hier anstelle. Hoppala. Weg zum Depot kann nicht gefunden werden. Okay. Mehrere Probleme. Was ist denn das für eine Linie? Ach so. Na komm. Wir erstellen wieder die Linie. Ich will die eigentlich verkaufen, aber ja, das Depot stelle ich hier trotzdem hin. Stelle ich hier in die Mitte. Zack. Neues Fahrzeug. Waren. Können wir jetzt mit irgendwas anderes jetzt einen Profit machen hier unten? Suchen wir mal in der nächsten Folge nach. Bis dahin, ciao, ciao.